MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Katharina Sichler. Kinder im Grundschulalter, die sollten ja lesen und schreiben können und außerdem schwimmen. Doch Kinder im Grundschulalter, die sind in beiden Bereichen immer weniger fit. Das haben Umfragen und Studien ergeben. Der Bürgerbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, Wolfgang Fackler, ist daher alarmiert. Denn gerade beim Thema Lesekompetenz würden mehrere schwerwiegende Faktoren zusammenkommen. Das Thema Lesen spielt natürlich schon auch eine Rolle, dass wir mit Corona eine gewisse Schulpause hatten. Und es spielt natürlich schon auch mit Rolle, dass wir das Thema Zuwanderung haben. Das Thema Sprache ist natürlich die Grundvoraussetzung für Lesekönnen, Lesefähigkeit. Und ich glaube, das sind einfach mehrere Komponenten, die sowohl beim Schwimmen als auch beim Lesen zusammenkommen, wo man einfach sagt, da müssen wir wieder drauf aufmerksam machen. Und da freut es mich einfach, dass wir, glaube ich, hier einen gemeinsamen Aufschlag hinbekommen haben. Gemeinsamer Aufschlag ist die Kooperation mit unserem Medienhaus St. Michaelsbund. Claudia Pecher, die Leiterin der Landesfachstelle für Büchereien im Michaelsbund, hat mit Fackler eine Leseliste für den Sommer herausgegeben. Es gibt unglaublich viele Kinderbücher und Bilderbücher mit dem Thema Freibad, Hallenbad, Schwimmen. Und das zusammenzuführen, eben in einem Projekt Lesen und Schwimmen, das war dann die Idee vom Herrn Fackler. Und ja, es gibt vielleicht jetzt eine Fortsetzung, dass wir schauen, dass wir eben Autoren gewinnen, die vielleicht in Kombination in Schwimmbäder oder in Therme oder wie auch immer vorlesen und dann vielleicht doch nochmal mit den Kindern auch ins Gespräch kommen, warum das eigentlich so wichtig ist. Denn Freibäder sind ideal, um beides zu verknüpfen. An langen Sommertagen auf der Liegewiese in einem guten Buch schmökern und zwischendurch eine Runde schwimmen. Ganze Generationen haben glückliche Erinnerungen an solche Sommerferien. Dass heutzutage immer weniger Kinder Bücher lesen und auch nicht zum Schwimmen gehen, will die Staatsregierung ändern. Im kommenden Schuljahr soll es in den Grundschulen eine Deutschstunde mehr geben und es gibt Gutscheine für Anfängerschwimmkurse. Aber damit ist es nicht getan, meint der Bürgerbeauftragte Fackler. Die Politik, aber auch die Eltern sind hier in der Verantwortung. Alle müssen an dem Thema dranbleiben, meint Claudia Pecher vom St. Michaelsbund. Deswegen ist das Spartenübergreifende ganz wichtig. Man muss unheimlich viel wissen und man muss unheimlich viel kennen. Und das kann man nur, sag ich mal, wenn man die Grundkompetenzen, die wir brauchen, ob es Lesen, Schreiben, Rechnen ist, ob es schwimmen kann, die Regeln im Verkehr, im Straßenverkehr kennt, ja, dann kann man sich in der Gemeinschaft gut verständigen und besser verständigen, als wenn jeder sein Ding macht. Sich verständigen und zusammenarbeiten, das macht auch im Bereich der Lesekompetenz der Michaelsbund vor. Gut 1000 Büchereien versorgt er mit Büchern und arbeitet eng mit den Schulen zusammen. Die Kooperation mit dem Bürgerbeauftragten Wolfgang Fackler ist ein weiterer Baustein. Der möchte möglichst viele für das Thema gewinnen. Jetzt kommen dann wieder die Schulferien, wo man sagt, da können wir vielleicht einmal auch eine entsprechende Aktion anbieten im Freibad. Man kann aber vielleicht auch in der Bibliothek eine entsprechende Aktion anbieten. Und auch die Sportvereine können natürlich hergehen und sagen, sie machen vielleicht das ein oder andere Trainingslager, Schwimmcamp. Das kann übrigens auch eine Schule machen statt einem Skikurs. Also ich denke, die Aktionen, die Gegebenheiten, die sind vielfältig. Man muss nur das Thema annehmen und angehen. Und auch im Kleinen können einfache Maßnahmen große Wirkung haben. Sich vorlesen in der Familie oder der Tauchwettbewerb im Freibad unter Geschwistern. Es müssen nicht immer die großen Aktionen sein. Willi Witte für das MKR. Als ich heute Morgen hier bei uns in die Redaktion kam, bin ich natürlich wie immer auch bei unserer Buchhandlung Michaelsbund vorbei. Und da werfe ich immer gern einen Blick ins Schaufenster. Und heute ist mir da so ein Plakat aufgefallen. Da stand drauf: Ungalli, eine archaisch-poetische Lesung mit Lena Raubbaum. Ja, aber was ist das eigentlich und was heißt Ungalli? Und ich dachte mir, da frage ich am besten die, die es wissen muss, nämlich die Autorin der Erzählung Lena Raubbaum. Hallo Lena. Servus Katharina. Lena, ich habe es ja eben schon gesagt, eine archaisch-poetische Erzählung mit dem Titel Ungalli. Ja. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Also im Endeffekt kann man darunter verstehen, dass es sich um eine sehr alte Geschichte handelt und zwar um eine alte afrikanische Legende. Und diese Legende handelt davon, dass die Tiere eines Tages nichts mehr zu fressen finden und ihr Zuhause verlassen müssen
um anderswo Futter zu finden. Das gelingt ihnen auch. Sie kommen zu einem ganz wunderbaren Baum mit sehr seltsamen Früchten. Und das große Problem ist aber, sie kommen an die Früchte nicht dran. Und wie sie das Problem lösen und was da unter anderem eine Schildkröte damit zu tun hat, das erfährt man eben in dieser sehr tollen Geschichte, die jetzt kürzlich im Tirolia Verlag als Bilderbuch erschienen ist, mit sensationellen Illustrationen von dem Illustrator Tobias Kretschi. Okay, das ist jetzt ja auch nicht dein erstes Buch. Wie kommt man denn auf so ein Thema, beziehungsweise wie kommt man auf Ungarli? Ich habe vor vielen, vielen Jahren gemeinsam mit einem Musiker einen Geschichtenabend gestaltet und im Zuge dessen habe ich mich auf die Suche gemacht nach alten Legenden aus aller Welt. Ja, und da bin ich auf diese Erzählung gestoßen, die mich seitdem nicht mehr losgelassen hat. Ich mag diese alten Weisheitsgeschichten, die haben so eine ganz eigene magische Kraft und die haben irgendwie alle so eine Zeitlosigkeit, die immer aktuell ist. Abgesehen davon macht es tierisch viel Spaß, Ungarli vorzulesen, weil eben so viel unterschiedliche Tiercharaktere vorkommen und weil es auch einige Momente zum Schmunzeln gibt. Ja, vielen Dank, Lena, da freuen wir uns auch schon sehr. Wenn Sie jetzt sagen, ja, Lena Raubbaum und Ungarli, die möchte ich kennenlernen und ich möchte bei der Lesung mit dabei sein, dann schauen Sie doch an diesem Mittwoch, also den 10. Juli, bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund vorbei. Ab 19 Uhr liest hier Lena Raubbaum aus Ungarli. Der Eintritt ist frei, wichtig aber, bitte unbedingt unter kontakt@michaelsbund.de anmelden. kontakt@michaelsbund.de. Wir freuen uns auf Sie. Bis November ist es noch ein wenig hin und trotzdem hat das jüngste TV-Duell zwischen US-Präsident Joe Biden und Ex-Präsident Donald Trump Pfarrer Schießler zum Nachdenken gebracht. In der neuen Folge seines Podcasts Schießlers Woche teilt er seine Befürchtungen und erklärt, was das für uns alle bedeuten könnte. Schießlers Woche. Hier spricht der Pfarrer. Das könnte es also gewesen sein mit einem Wahlsieg für Joe Biden und die Demokraten im November bei den Präsidentschaftswahlen in den USA. Da ist dieses schon fast desaströse Auftreten Bidens beim TV-Duell vor wenigen Tagen. Nein, es geht nicht nur ums Alter, wenn man Menschen überzeugen möchte. Trump ist nur ein paar Jahre jünger als Biden und wir in der katholischen Kirche kennen das ja, dass selbst sehr alte Päpste noch sehr durchschlagend sein können. Bestes Beispiel Johannes der 23. und das erste Vatikanische Konzil. Aber Alter ist nun mal Alter und nicht jeder ist gleich fit, schlagfertig, abgebrüht und reaktionsschnell wie andere im selben Lebensstadium. Die Frage, die bleibt, ist also nur, wieso und wie oft kommt das in politischen Strukturen und Parteien doch vor, nicht nachhaltig geeignete Nachfolger aufgebaut werden. Es wird sich doch unter den demokratischen Gouverneuren irgendein geeigneter Kandidat für das Präsidentenamt finden lassen. Und weiter, wieso tun sich Menschen, die politisch so hoch droben angekommen sind, so furchtbar schwer, Macht, Einfluss und Errungenschaft abzugeben? Die Quittung folgt da meistens auf dem Fuß und unmittelbar, so eben geschehen bei besagtem TV-Duell zwischen Biden und Trump. Hier ein manchmal total überforderter, gar stammelnder Joe Biden, und da ein vor Kraft strotzender und protzender, aggressiver Donald Trump, der keinerlei Skrupel kennt, wenn es wieder mal um Fake News und blanke Unwahrheiten geht, die dann als Fakten verbreitet werden. Daneben bedienen sich beide einer Sprache und Ausdrücken, die wirklich fragwürdig sind. Man beschimpft und beleidigt sich am laufenden Band. Niemals würden wir hierzulande eine solche Niveaulosigkeit bei solchen Fragerunden akzeptieren. Anders in der ältesten Demokratie der Welt, in der neuen Welt. Laut der Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Atlas Intel hat Ex-Präsident Trump nach diesem Duell mit mehr als 5% die Nase vorn vor Joe Biden. Eigentlich eine fast uneinholbare Hürde, jetzt die paar Monate vor der Wahl. Besonders schwerwiegend aber die jungen Wähler stimmten in der Umfrage vor allem für Trump ab. Historisch gesehen hätten aber eigentlich die Demokraten gerade in dieser Altersklasse punkten können und müssen. Und gerade dies scheint es,
hat Biden den Wahlkampf verloren lassen. Irgendwie hat man den Eindruck, als dass die ehemals so überzeugenden Demokraten von Joe Biden regelrecht gelähmt und handlungsunwillig diesem Niedergang zusehen. Man spürt kaum eine Gegenwehr außer Treue schwüren und Solidaritätsbekundungen für ihren Noch-Präsidenten. Nur geht es hier nicht um die Wahl eines neuen Staatsoberhauptes. Es geht immer dabei um die gesamte Welt. Darum blicken wir doch alle so gespannt und angespannt auf den November diesen Jahres. Es gilt, Kriege zu beenden, Handlungskriege wie der mit China und echte Kriege wie der in der Ukraine. Und es geht darum, wer das in der nächsten Legislaturperiode nur irgendwie besser hinkriegt. Doch das Drama ist noch nicht zu Ende. Jetzt hat Donald Trump auch noch vor dem obersten Gericht der USA, dem Supreme Court, einen Teilsieg errungen. Der lautet, bei Handlungen als Präsident genießt er immer Immunität. So die mehrheitlich republikanischen Richter, die Trumps Regierung damals noch selber vorsorglich zu seinen Gunsten zusammengestellt und einberufen hat. Zwar gilt das nicht für den privaten Bereich, denn für inoffizielle Handlungen genießt er nun mal keine Immunität, weil nicht alles, was der Präsident tut, offiziell ist. Der Präsident steht eben nicht über dem Gesetz. Aber der Supreme Court stellt mit 6-3 Stimmen doch deutlich fest, dass der ehemalige Präsident keine Strafverfolgung für offizielle Amtshandlungen zu befürchten habe und wirklich Immunität besitzt. Wie nun das Urteil im Fall von Trump Anwendung findet, soll ein anderer Prozess klären, der sich nach der Entscheidung des Supreme Court jedoch deutlich verzögern wird. Ob ein Beginn noch vor der für November geplanten Präsidentschaftswahl möglich ist, ist ebenso absolut unklar. Theoretisch könnte also Trump wirklich der erste Ex-Präsident der US-Geschichte werden, der wegen einer Straftat verurteilt worden ist, für mehrere Jahre hinter Gitter landet und von dort aus vielleicht das Land regiert. Als wahrscheinlicher aber gilt jedoch, dass er mit einer Geld- oder Bewährungsstrafe davonkommt. Als noch verstörender aber muss es sein, dass eigene geschaffene Strukturen wie die der Mehrheitsverhältnisse in diesem obersten Gericht kontrolliert solche Manipulationen zulassen. Das ist doch Inzucht vom Feinsten, meinte ein Beobachter ganz unverhohlen, und ein anderer stellt resigniert fest, die älteste Demokratie der Welt hat deren König ausgerufen, der nahezu absolutistisch herrschen darf. Diese Vorstellung aber macht der Welt, macht mir Angst. Ein solcher Herrscher treibt sein Unwesen in der östlichen Hemisphäre, der nächste steigt gerade im Westen auf seinen Thron, dazwischen wird eine freie Welt zusammengequetscht und wie bei den Wahlen in Frankreich zu sehen an den rechten Rand gedrängt. Mit Sicherheit wird jetzt Angst vor dem Unausweichlichen der letzte und schlechteste Ratgeber sein, um schier Unerwendbares zu verhindern. Unermüdlich die demokratischen Rechte und Errungenschaften hochzuhalten, um vor Übergriffen zu schützen, wo und gegen wen auch immer, das bleibt trotz aller Entwicklung unser aller Auftrag. Ich wünsche uns viel Energie, viel Mut und viel Optimismus und eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Das war Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Nächste Woche wieder hier an gleicher Stelle bei uns im MKR und wie immer natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Egal wie alt man ist, im besten Fall hören die Eltern doch nie wirklich auf, sich um einen zu kümmern. Und das ist doch auch richtig schön so, wenn das so ist. Mein Papa, der hilft mir zum Beispiel bei der Altersvorsorge. Davon hat er einfach Ahnung und ich bin froh, dass er das für mich erledigt. Ja, und mein Kollege Corbinian Bauer, dessen Papa ist Schreinermeister. Auch sehr hilfreich. Das Highlight der Woche. Eine kurze Geschichte vorweg. Mitte März waren mein Papa und ich beim Skifahren und da ist er, der beste Skifahrer, den ich eigentlich kenne, so blöd hingefallen, dass er sich dabei 10 Rippen gebrochen hat. Seitdem war er über Wochen ständig im Krankenhaus und auf Reha und das, während er auch noch irgendwie eine Schreinerei führen muss. Genügend Baustellen also. Mitte letzter Woche ist er aus der Reha zurück. Ein kleines Bastelprojekt, das ich schon seit einiger Zeit mit seiner Hilfe machen wollte, hat deshalb ziemlich lang warten müssen. Und ich habe gedacht, das bleibt auch erst einmal so. Aber schon am Tag, nachdem er aus der Reha zurück ist, ruft mich mein Papa an und fragt, wie schaut's denn aus mit der Holzbox, die wir bauen wollten? Tja, und dann haben wir am Wochenende gesägt, geschliffen und geleimt.
also vor allem er. Ich habe eher geholfen und gestaunt. Einerseits tue ich das immer, wenn ich meinem Papa beim Schreinern zuschaue, weil es einfach beeindruckend ist, wie er aus Holz, guten Ideen und extremer Genauigkeit aus kleinsten Basteleien hochwertige Möbelstücke macht. Andererseits habe ich aber auch gestaunt, weil es das erste Mal war, dass er seit seinem Sturz wieder geschreinert hat. Und zwar für mich. Und das, obwohl er immer noch angeschlagen ist. Herausgekommen ist eine wunderschöne Box und ein paar noch schönere Stunden, die ich nach langen Krankenhausaufenthalten mit meinem Papa verbracht habe. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast. MKR, mehr Tiefgang für den Süden.